Ein Schlaganfall tritt ganz plötzlich durch eine Durchblutungsstörung in einer Hirnarterie oder eine Blutung in Teilen des Gehirns auf. Der Schlaganfall ist weiterhin die häufigste Ursache einer bleibenden Behinderung bei Patienten und die dritthäufigste Todesursache. Wir wissen, dass insgesamt 10 Risikofaktoren zu 90% der Schlaganfälle führen. Zu diesen Risikofaktoren gehört in erster Linie der hohe Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Fettstoffwechselstörungen, das Rauchen, die Zuckererkrankung, ein übermäßiger Alkoholkonsum, eine fehlende Bewegung, das Übergewicht, aber auch Depression. Die meisten Gefäßrisikofaktoren führen zu Arteriosklerose, also Ablagerung in den Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgen. Da haben wir zum einen die Arterien im Halsbereich, hier die Halsschlagader, die sich teilt, und zum anderen die kleineren Blutgefäße im Gehirn, die wir auch per Ultraschall untersuchen können. Hier sind wir im Bereich der Teilungsstelle und da sieht man diese hellen Bereiche. Die Arteriosklerose, also Kalkablagerung. Ein Fortschreiten der Arteriosklerose lässt sich bei den meisten Patienten durch medikamentöse und nicht medikamentöse Therapieverfahren verhindern, sodass es nicht zu Verengungen oder Verschlüssen der Hirnarterien kommt. In einigen Patientenfällen wird im Anschluss daran noch eine Kernspintomographie des Schädels notwendig. Diese wird in unserer Praxis in enger Kooperation mit einem radiologischen Institut durchgeführt und anschließend mit mir oder Professor Hufnagel besprochen. Auf dieser Kernspintomographieaufnahme sehen Sie einen Schlaganfall im Bereich der mittleren Hirnarterie, der durch mehrere Blutgerinnsel ausgelöst wurde. Therapeutisch können wir den betroffenen Schlaganfallpatienten mit einer spezialisierten Physiotherapie in unserem Therapiezentrum helfen. Dort arbeiten 3 sehr erfahrene Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die viel Erfahrung mit Schlaganfallpatienten haben. In Einzelfällen setzen wir zusätzlich die wiederholte Magnetstimulation des Gehirns zur Aktivierung von betroffenen Hirnarealen ein. Abschließend beraten wir Sie noch ausführlich, welche Medikamente für Sie sinnvoll und nützlich sind und wie Sie Ihre persönlichen Risikofaktoren durch Ihren Lebensstil reduzieren können. Bei Herzrhythmusstörungen arbeiten wir eng mit mehreren Herzspezialisten zusammen. Durch diese ausführliche Untersuchung und Beratung gelingt es uns in den meisten Fällen, Ihr Schlaganfallrisiko wirksam und effektiv zu reduzieren.